CENELEC hat eine Schlüsselfunktion für die elektrotechnische Normung in Europa. Eine der grundlegenden Aufgaben der europäischen Normung ist die Beseitigung technischer Handelshemmnisse. Der Erfolg des europäischen Binnenmarkts beruht auf dem freien und sicheren Handel mit Produkten, für die die europäische Normung, also CENELEC, eine wesentliche Rolle spielt. CENELEC-Normen verringern Handelshemmnisse, indem sie die Anforderungen an Produkte harmonisieren und somit auch die internationalen Handelsaktivitäten beeinflussen. Elektrische und elektronische Produkte stellen heute weltweit die größte Warenkategorie dar. Laut einer UN-Statistik werden ca. 20% des Welthandels mit diesen Produkten abgewickelt. Die CENELEC-Mitglieder sind engagiert und tragen in hohem Maße zu den internationalen Normungsaktivitäten der IEC, der Internationalen Elektrotechnischen Kommission, bei. Daher ist die starke Verbindung von CENELEC mit der IEC ein Gewinn für die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie. Mit meiner Erfahrung in der Normung und Konformitätsbewertung möchte ich CENELEC in diesem spannenden Umfeld weiter fördern. Ich hatte bereits die Möglichkeit, an der noch laufenden Ausarbeitung der CENELEC-Strategie 2030 teilzunehmen. Im Rahmen der Diskussionen haben sich für mich vier Herausforderungen für die europäische Normung herausgestellt. Erstens müssen wir sicherstellen, dass die Grundprinzipien der Normung wie die freiwillige Anwendung und die konsensbasierte Entwicklung von Normen beibehalten werden. Zweitens braucht die Digitalisierung der europäischen Industrie die Unterstützung von CENELEC durch die Entwicklung neuer Normen. Aber auch die Digitalisierung der Standardisierung selbst ist wichtig. Dies betrifft Prozesse, Produkte, Dienstleistungen, die rasch vorangetrieben werden müssen. Die dritte Herausforderung wird darin bestehen, die elektrotechnische Normung auch in Zukunft international auszurichten, da der Elektrotechnikmarkt in erster Linie ein internationaler Markt ist. Die vierte Herausforderung sehe ich darin, die Erfolgsgeschichte der letzten 30 Jahre des europäischen Binnenmarktes durch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und der Normung fortzusetzen. Darüber hinaus werden wir uns den kommenden Monaten und wahrscheinlich auch Jahren aufgrund der aktuellen Covid-19-Krise sowie der zunehmenden globalen Wettbewerbs und des Ergebnisses der Brexit-Verhandlungen weiteren Herausforderungen stellen müssen. Die Erfolgsgeschichte beruht auf dem New Legislative Framework oder kurz NLF. Dabei spielen die Regulierung, die Normung zur technischen Spezifizierung der Regulierung und die Marktüberwachung eine tragende Rolle. Als unterstützende Maßnahme hilft die Konformitätsbewertung, also der Nachweis, dass ein Produkt den regulatorischen Anforderungen entspricht. Damit wird die Industrie beim sicheren Inverkehrbringen ihrer Produkte auf den europäischen Binnenmarkt unterstützt. Das Spannende an dem System ist, dass die Gesetzgebung die grundlegenden Anforderungen an ein Produkt festlegt. Für die einzelnen Produkte selbst werden aber die Details durch die konsensbasierte Normung, also von technischen Experten aus Europa, spezifiziert. Durch dieses Zusammenspiel können die Sicherheitsanforderungen schnell und flexibel an Innovationen angepasst werden. In Anlehnung an die gemeinsame Position der europäischen Industrie, Shaping a New Deal for the Single Market, bin ich der Meinung, dass harmonisierte europäische Normen für die Funktion des Binnenmarktes und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie von entscheidender Bedeutung ist. CENELEC steht weiterhin im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung und der technischen Innovation. Unsere Normen können die politische Ausrichtung entsprechend dem Green Deal bei Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, Smart Energy, Smart Manufacturing, Smart Home unterstützen.